Wetter.at lässt Sie nicht im Regen stehen. Das beste Wetter für Ihren Ort. Jede Stunde. 9 Tage im Voraus. Und alle Unwetterwarnungen. Wetter.at. Ihr Wetter für jeden Ort. Auch als App. Wetter.at. Das Wetter präsentiert Ihnen. Wetter.at. Ja, und leider wird es ziemlich nass werden in ganz Österreich, denn es wird auf alle Fälle Regenschauer geben. Hier haben wir zum Beispiel im Lech, da gibt es natürlich den Schnee, aber auch da wird es Regenschauer geben. Gerade bei den Alpen, da wird auch die Lawinengefahr wieder größer werden. Auch hier in Hall, da haben wir auch einen eher trüben Tag. Es ist auch sehr neblig und der Hochnebel, der verschwindet dann in der Mittagszeit. Und dann wird es aber auch in ganz Österreich regnen. Recht gut schaut es auch nicht aus in Europa. Wir haben in Wien um die 10 Grad, da wie gesagt schwer. Regenfälle. Auch in Berlin haben wir so um die 0 Grad. Und ob die Wetterkarte stimmt, das kann man jetzt nicht glauben. Um die 0 Grad hat nämlich Paris, Madrid, Lissabon und London. Nur um die 10 Grad hat sie Wien. Na, schauen wir mal. Wir halten sie am Laufenden. Und in ganz Österreich, wie gesagt, wird es regnen. 10 Grad haben wir in Wien, Zwettl haben wir 8 Grad, in Linz haben wir auch um die 8 Grad. Und von Vorarlberg bis ins Mostviertel, da regnet es den ganzen Tag auch immer wieder kräftig. Im Bereich der Nordalpen sind auch stellenweise dann an die 100 Liter Regen pro Quadratmeter zu erwarten. Auch im Westen, da schaut es nicht anders aus. Die Tageshöchsttemperaturen, die reichen zwar um die 13 Grad, also eher mild, aber unbedingt einen Regenschirm mitnehmen, wenn Sie heute rausgehen, auch im Osten. Da wird es etwas kühler werden, da erreichen wir Tageshöchsttemperaturen um die 6 Grad und auch da wird es dann am Abend wieder kühler werden. Im Westen, da wird es jetzt bis am Mittwoch durchschneien und auch regnen. Es wird so einen Mix geben und dann wieder ab Donnerstag, da wird es etwas schöner werden. Da kommt auch die Sonne hervor, genauso wie im Osten. Also heute und morgen müssen wir mit Regen und Schnee rechnen. Und dann ab Donnerstag wird es wieder milder und dann zum Wochenende wird es dann wieder um die 10 Grad geben.